Bist du umgezogen? Nee, ich bin bloß gerade auf Madeira. Urlaub machen. Geiler Stuhl und Setup. Goals, das ist mega süß. Davon hat so Rosen dran oder so Blumen. Keine Ahnung, welche Blumen das ist, aber ist witzig. Brauchen wir auf jeden Fall einen Command für. Kann man auf Twitch Leute taggen? Weil ich will gerne Nicoletta taggen dafür, dass ich ihr Setup benutzen darf. Kann es Danke da lassen. Kann man taggen mit so Ad? Geht das? Weil das wird wahrscheinlich nicht das Setup sein, das ich habe für MSI Co-Stream. Wird auch eine andere sein für die ersten. Aber ist super nett von Nicoletta, dass sie uns das hier überhaupt heute zur Verfügung stellt. Wenn es gut klappt und in ihrer Zeit nicht komplett sie abfuckt, können wir mal gucken, ob wir das klappt. Und was ich gesehen habe, ist Hardstyle halt gut, wenn dann gut, wenn du Sunfire und entweder Titanic oder Demonic baust. Das Problem ist halt, wenn du Hardstyle gehst und Titanic und Demonic, dann kaufst du noch mehr Leben auf noch mehr Leben. Dann hast du quasi zwei volle Items, die dir nur Damage geben und Leben geben. Und das ist einfach nicht, was Tanks wollen. Deswegen ist es auf Mundo teilweise geil, weil Mundo mag halt Damage. Der ist ja kein Tank, weil er dich hochwirft und knockupt oder so. Aber du vergisst den Damage von Hardstyle, der ist wirklich stark. Ich vergesse den Damage von Hardstyle, ich habe doch gerade über den Schaden geredet. Ich habe doch gerade gesagt, Tanks wollen nicht unbedingt so viel Schaden machen, weil es nicht deren Job ist. Also ich habe den Damage nicht vergessen von Hardstyle. Ich habe ihn ja sogar kritisiert. Der Blobmeister der Toplane, let's fucking get it. Ist da noch teilweit weg? Oh, nö, es geht schon. Kleinerer, strammerer Fußmarsch. Fußmarsch. Ich spiele gerade bei dir. Ich bin eine Stunde hinter dir. Also es ist kurz vor 14 Uhr. Das Frühstück lasse ich nie ausfallen. Ja, wir sind zu viel in die Tempo reingetradet, Level 1. Zack verliert die meisten Matchups Level 1. Müssen aufpassen, wenn ich direkt Pässe verlieren. Wieder beide kein TP oben. Hätte nicht nach vorne laufen sollen, hätte man nach hinten. Meistens ist sowas, was der Jax macht, gerade sehr schlecht, aber weil Nino die gerade hinter mir invadet, das ist actually nicht bad von ihm. Jetzt kann ich auf der Wave einfach hoch sustainen und bin sehr glücklich, aber wie gesagt, er kann jetzt moven. Nino ist hinter mir am invaden. Halt kacke, aber Jax moved halt weg, als ich noch Level 1 bin, ne? In der gestackten Wave, ich kann da halt nicht moven. Ghost Ignite von Jax. Hey, deine Walkie, finde ich in den 20. Welcome back. Danke dir, Mann. Guck mal, wann wir reingehen dürfen hier. Stoß wichtig. Noch tot hier, der hat kein Flash. Nice, dann war für mich. Was? Er hat Bone-Planning abbekommen. Ne, er hat kein Bone-Planning, der hat überlebt. Er ist echt gestellt. Gut, dass ich nicht gebased bin. Das ist natürlich jetzt sehr bitter. Ich hätte gerne Double bekommen für mein Flash Ignite. Das hat es überlebt, ehrlich gesagt. Alter, der Nidalee hier kommt so klatsch. Oh, das ist so ein Tilt, auf der Wave zu sterben. Alter. Ach, jetzt ist Jax actually sehr mächtig. Ich bin immer noch gut in CS dabei, aber ich verliere so viel CS. Ich bin Level 5,5 gewesen. Ah, mein Champion ist besser als seiner am 1v1, also ich gewinne einfach mit Level 6. I got this. Kommt jetzt auch ein Casino-Stream? Nee, ich bin ja sehr gegen Glücksspiel. Und du sagst doch nur von Zypern aus, nicht von Madeira. Wenn du ein Steuerparadies mit Glücksspiel-Streams willst, musst du nach Zypern ziehen. Ach, ich bin einfach nur hier zum Urlaub, also. Ja, Glücksspiel wirst du bei mir nicht sehen, keine Sorge. Immer noch zwei Waves vorne, 12 CS hier, 27 zu 39, alles noch okay. Fast identisch an EXP-Werten unterwegs hier. Aber das macht mich jetzt nicht unglücklich. Hol den dir. Er ist wieder mit einem Spiel rausgekommen, der Jax. Carlos Level 6 gleich? Nee, ne? Oh, ich bin traurig. Oh, willst du Level 6 von der Wave? Bitte sag mal, dass du Level 6 wirst. Oh. Oh. Okay. Sind wir jetzt Level 6 geworden? Alter, hat mich gerade Boneplane gerettet? Ne, ich sterbe am Rapper, oder? Ob ich noch gecute hätte rennen können. Alter, geiles Boneplating, though. Nice, komplett worth. Double Buff für Katos. Das ist Level 6 und wir haben 3-mal Top gehabt. Absolut in Ordnung. Nice, Mann. Du wurdest dann noch bestraft für diesen Pike. Nidalee Roam auf Top Lane. Sehr, sehr geil. Was ein geiler Trade. Badadam.
von den Maximum. Oh, das war schlecht, ich hab kein E-Up. Bis jetzt MSI-Kostüm. Das ist nicht worth für die Wave wieder. Ach, scheiße. Boah, Rayon, jetzt ein bisschen mehr bitte die Haste. Vielleicht kann Lord meine Wave haben, dann ist nicht ganz so bad. Nice, das ist gut. Geh ich Ionians, though. Jetzt habe ich es gegen Varus. Das poke Varus. Ich gehe Ionians. Bisschen mehr bitte die Haste wäre nice. Ich kann Blaskun spielen, ich gehe einfach Topliner nach, oder? It's okay. Der Wein ist ein Problem. Wir brauchen direkt nach Sunfire Bramble West. Wir sind nicht so weit vorne, wie wir gerne vorne wären. Nidalee Gank war sehr tödlich und ich habe halt einfach 4 Assists. Aber der Nidalee Gank, der mich 3 Platten kostet, ist halt, 3 Waves kostet, ist halt schon krass. Meine Eco. Oh, okay, ich bin wieder tot. War diese Nidalee, Mann. Oh, macht mir das Leben so zur Hölle. Ja, wir kriegen Drake, wir kriegen Botnet Double Kill, ist okay. Ich muss aber besser und vorsichtiger spielen. Die will mich einfach abfangen, Nidalee. Das schafft sie. Die hat mich locker so 40 CS schon gekostet, die Nidalee. Krass von ihr. So krass, wie sie hart sie dem Typen im Game hält. Geil von mir noch den Blob durchbekommen am Ende. Den Jackstar gekillt bekomme, alleine. Und dann noch den Blob durchkriege. Es waren viermal Topline-Play. Sie können jetzt keinen Help beschwören. Ich glaube, das kriegt die gekillt. Dank meines Blobs tankt sie noch einen Turmshot. Geil. Schöner Flash. Habe ich sehr gut outplayed. Geil, geil, geil. Geiles C-Chain, gerade auch, dass wir noch die Q bekommen haben. Wir überleben gerade so, dass sie knapp mit den Blobs, die wir einsammeln können. Natürlich ist es sehr viel einfacher, Blobs einzusammeln, wenn du in Ult-Form bist. Oh, bad. Sehr nice. Wir den Turm entgegengetauscht mit Demolish. Da wird keiner rechtzeitig da sein. First Turret ist er da nicht mehr. Den hat Syndra bereits Botlane erwürgt. Das ist aber komplett in Ordnung. Pike ruft zu mir. Ich muss danach einfach raussehen. Dass er mich geknightet hat. Ich bin so tanky, Mann. Blutrausch ist so geil, dieser Champion. Passe Nidalee. Diese Nidalee, sie nimmt mein gesamtes Leben hops. Aber ich wollte auch das gar nicht machen. Ich wollte nicht davor schon rausgehen. Ich habe geturnt. Krasser Botlane, Jungs. Ich habe die Wave an. Dann, ja, wir müssen jetzt Nash contesten zu zweit. Das ist echt schwer. Mit 100 TP hat das Nash weg. Willst du mich wahrscheinlich canceln können? Lautes Damage hier. Schade. Kompletter Troll. Unser stärkster Champ ist Botlane und die gehen einfach rein und sterben. Verliert uns den gesamten. Das vielleicht das ganze Game. Dass wir jetzt so einen Ash verlieren, ist einfach terrible. Meine Güte. Da wird der Block eine extra Wave Topline bekommen. Ich hoffe, das gibt dir wenigstens ein Item. Okay, mein Flash Auto-Attack auf Nidalee ist komplett misslungen. Ich habe außerdem den Jax Auto-Attack. Junge. Wenn ich mal ein Item auf den Block bekomme. Schade. Wichtiger Satz gegen den Speer. Jetzt wäre ich tot. Dose genug, was er trotzdem. Holy moly, das ist ein Banger-Game geworden, Chat. Alles anspannen jetzt. Junge, das Game. Ich kriege einfach einen Free CC durch, dann werden wir gesünder kommen und sterben. Das ist ja so unglaublich. Wichtiger so, okay. Holy moly, Chat, mein Team is not having their best game, ha? Huh?
Wenn wir um die Wave Clemens geht, aber es ist schwer. Rein nächstes drum halten können hier. Wichtiger Solo Kill auf Jax. Wenn ich den nicht kriege, sind wir hier in zweifache Unterzahl statt nur eine einfache Unterzahl. Hier ist noch Nash oben drauf und we can win. Dafür flashen sollen, wird es lohnen, ehrlich gesagt. Reicht es, um das Game zu gewinnen? Hoffentlich. Hoffentlich, Mann. Ich spanne alles an gerade. Den dritten Drake für Nash kann man machen. Ist okay. Ah, was? Alles anspannen. Alles anspannen. Mir wird alles angespannt auf Madeira. Junge, ist das geil. Den Fight komplett gecarried habe. Fucking geil. So wichtig. Ich hätte ihre Kette deswegen gemisst, als ob das mein Fehler wäre. Junge, ich carry gerade das Game. Das ist ja so fucking sexy. Can win, guys. Can win. Can win. Holy moly. Damage war bitte wieder die Trap. Ich glaube, es wurde gecancelt oder was? Bin viel zu OP für euch. Mit runter E-Spots. Boah, er war doch hier. Wir haben ihn doch gesehen. Wie ist sie so blind? Er war doch bei mir. Sie sucht ihn im fucking Busch dort hinten. Sehr, sehr geil. Schade, dass wir die ein bisschen maßgeschneidert sehen, aber ich glaube, es war ein sehr kluger Call von Chat. GG, Mann. GG. Huge Top Diff. Da hast du recht, Orios. Also, da bin ich auch sehr happy drüber und sehr stolz drauf. Ist ja fucking geil gewesen. Das Game noch nach Hause zu holen. Dem ist für so lange Zeit so fucked aussah, nachdem wir einfach sterben und 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 sterben. Mega nice. Weil wird auch in Kartos Dead 4 rausgeholt. Zack Toplane, der Blobmann. Man sieht aber auch, warum es so geil ist. Ne? Macht einfach auch Spaß zu spielen. Sehr viel Schaden und vor allem sehr, sehr tanky. Sehr viel CC, sehr mobil. Sehr, 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 sehr geil. Mehr Damage als Vayne, ja. Die konnte später nicht mehr auto-tanken. Right, Leute, ich bin ganz kurz auf Toilette und dann gehen wir ins nächste.